Für einen neuen Agrartechnik-Maschinentest haben wir uns den Anbau-Volldrehpflug EG und den praktischen Pacomat S von Querneland näher angesehen. Unsere fünffurchige Testmaschine haben wir auch unter schwierigen Bedingungen beim Umbrechen von Grünland und Zwischenfrüchten erfolgreich einsetzen können. Optional verfügt die Baureihe EG über eine hydraulisch verstellbare Vorderfurchenbreite und die von Querneland bekannte Steinsicherung mittels Blattfedern. Aufgrund des anspruchsvollen Bodens haben wir das Federpaket nach den ersten Einsatztagen verdoppelt. Durch die schnell wechselbaren Pflugspitzen, Knock-on genannt, erhöht sich die Standzeit der Verschleißteile. Mit dem entsprechenden Meißel werden die Spitzen einfach abgeschlagen und danach neue wieder aufgesetzt. Die meisten Feineinstellungen werden am EG mittels eines Maulschlüssels vorgenommen, der am Turm mitgeführt wird. Die Verstellung der Düngereinleger und des Scheibensechs findet entlang von Einkerbungen statt. Gut funktioniert hat die Schnittbreitenverstellung Variomat. Im EG ist die hydraulische Ausführung wie in unserer Testmaschine allerdings optional. Die Arbeitsbreite liegt so zwischen 35 und 55 cm pro Körper, entsprechend 175 bis 275 cm für den gesamten Pflug. Über einen Memory-Zylinder fährt der Pflug nach dem Drehvorgang die eingestellten Werte wieder an. Ein großer Teil der Kunden ordert bei Querneland die Pflüge mit dem klassischen Packerarm. Eine interessante Alternative bei Querneland ist der integrierte Pacomat, welcher vor allem hinsichtlich Transport Vorteile hat, sich bei Nichtgebrauch aber auch schnell abbauen lässt. Mit einem Frontlader wird der Pacomat an den Pflug herangehoben und dann per Steckbolzen gesichert. Ein doppelt wirkendes Steuergerät wird zusätzlich benötigt. Gesteuert wird der Pacomat über ein kleines Bedienteil. Für längere Strecken und vor allem den Straßentransport ist es sinnvoll, den Pflug auf dem Stützrad zu fahren. Dieses muss dafür mit wenigen Handgriffen umgesteckt werden. Den Pacomat schwenkten wir oberhalb des zweiten und dritten Flugkörpers ein. Wichtig ist das Aushängen des Oberlenkers und die Verriegelung des Drehwerks am Flugturm. Auf schweren Böden fehlt dem Pacomat S mit seinen rund 1250 Kilogramm, die sich an Bodendruck erzeugen lassen, gegenüber klassischen gezogenen Packern etwas das Gewicht. Auf leichteren Standorten hingegen ließ sich in unserem Test eine sehr gute Rückverfestigung erreichen. Eingestellt wird die Aggressivität des Pacomat über eine Spindel. Auch die Messer und der Winkel zum Flug lassen sich verändern. Gerade durch die wachsenden Betriebsstrukturen mit häufig mehreren Hofstellen ist der einfache Transport von Pflug und Packer wahrscheinlich das entscheidende Argument für den integrierten Pacomat S. Auch in unserem Maschinentest konnten wir uns davon überzeugen. Der Mehrpreis liegt in Relation zum klassischen Packer zwischen 1.000 und 2.000 Euro und ist damit ebenfalls überschaubar. Weitere Testvideos, unter anderem zur Querneland Qualidisc Kurzscheibenegge, findet ihr im YouTube-Kanal der Agrartechnik.